Ramadan. Welcome, holy month, Ramadan. Welcome, Ramadan. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche und ja, willkommen zu meinem Ramadan-Special. Der lange ersehnte Tag ist endlich da und ja, Ramadan Mubarak Karim, Kulam und Tumabi Elfchen, inshallah. Ich starte heute mit einer Suppe. Bei uns ist es irgendwie Tradition, das allabendliche Fastenbrechen mit einer Suppe langsam anzugehen und ja, neben der Harira, der traditionellen marokkanischen Ramadan-Suppe, die es in jedem marokkanischen Haushalt fast täglich gibt, brauche ich eine Abwechslung bzw. eine Alternative. Besonders an warmen Sommertagen geht es euch genauso wie mir, weil an warmen Sommertagen hat man das Bedürfnis nach einer leichten Kost, nach einer Abwechslung. Und ja, ich zeige euch heute, wie man eine Hähnchengemüsesuppe mit Gerstengrieß-Couscous macht. Ich hatte euch ja gestern die Zutatenliste auf Facebook und Instagram gepostet und ja, ich hoffe, ihr seid jetzt startklar und können jetzt direkt mal loslegen. Also, wir gehen jetzt mal zu den Zutaten rüber. Ich wünsche euch viel Spaß und übrigens, das Video findet ihr hier oben von El Harira verlinkt. Also schaut da mal vorbei und hier kommen jetzt die Zutaten. Ich benötige dafür Hähnchenbrustfilet, das habe ich in sehr kleine Stückchen geschnitten. Porree, das habe ich hier ebenfalls fein geschnitten. An Gewürzen benötige ich Salz, Paprika, Edelsüß, Pfeffer. Und zwei Hähnchenbrühwürfel, außerdem noch Butter, eine mittelgroße Zwiebel, Kartoffeln, ein Kräutersträußchen bestehend aus Lorbeerblättern, einen Thymianzweig und Petersilienstängel samt Blätter, Möhren, Knollensellerie, Wasser, Creme fine mit 7% Fettgehalt und Gerstengrieß-Couscous, auf Arabisch heißt es Bilwula. Ich schneide zunächst mal das Gemüse für den Nicer Dicer zurecht, in dem Fall jeweils in Scheiben, damit ich gleich große Würfel erhalte. Das Gemüse sollte möglichst komplett gleichmäßig gewürfelt sein, damit die Garzeit die gleiche bleibt. Und anschließend einfach in kaltem Wasser legen. Nachdem die Schnibbelarbeit getan ist, brate ich zunächst mal das Fleisch mit der Zwiebel in Butter und etwas Olivenöl an, damit die Butter mir nicht anbrennt. Würze es, vermische das Fleisch dann gut mit den Gewürzen, gebe den Deckel drauf und lasse es noch weiterhin für ein paar Minütchen rundum anbraten. Nach 4 Minuten gebe ich nun an dieser Stelle das Gemüse hinzu, also die Kartoffeln, Möhren, den Sellerie und den fein geschnittenen Porree. Vorher natürlich noch absieben, die Brühwürfel einfach hineinbröseln und hier mein Bouquet Garnier keinesfalls vergessen, denn dieser Kräuterbund sorgt für einen kraftvollen Würzaroma in der Suppe. Und ja, anschließend noch mit Wasser angießen und die Suppe für etwa 35 bis 40 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen. Nach einer guten Dreiviertelstunde ist das Gemüse schön durch. Jetzt kann das Kräutersträußchen auch an dieser Stelle entfernt werden. Und nun gebe ich den Gerstengrieß-Couscous hinein. Der sorgt hier nicht nur für eine schöne Bindung, sondern bringt auch positive nahrungsphysiologische Eigenschaften mit. Denn Gerstengrieß-Couscous ist ein gehaltvoller Sattmacher. Neben den Mineralstoffen und den Vitaminen, die er mit sich bringt, enthält er zudem viel Eiweiß, liefert Ballaststoffe und ist vor allem sehr fettarm. Ja, also wenn das hier keine nährstoffreiche, gesunde Suppe, die ideal für den Ramadan ist, also dann weiß ich auch nicht. Also Spaß beiseite. Zusätzlich verfeine ich die Suppe noch mit Creme fine oder alternativ diese ersatzlos auch weglassen, das ist kein Problem. Und zugedeckt lasse ich die Suppe noch vor dem Servieren 10 Minuten ziehen. Diesen letzten Schritt erledige ich immer ganz gerne kurz vor dem Servieren, damit die Suppe mir nicht zu sehr andickt.
Und wenn die für euren Geschmack noch zu dick ist, dann könnt ihr sie noch mit heißem Wasser verdünnen und gegebenenfalls mit Salz und Pfeffer abschmecken. Als Vorspeise reicht die locker für 7 bis 8 Personen und als Hauptspeise, je nachdem wie groß der Hunger ist, würde ich sagen eher für 4 Personen. Und wenn ihr sie also nachmachen wollt, dann findet ihr das Rezept auf meinem Blog mit allen genauen Mengenangaben unter www.atlasküche.com. Abonniert meinen Kanal, um die kommenden Videos der Ramadan-Serie nicht zu verpassen und folgt mir doch gerne auf Instagram. Ihr könnt mit mir eure nachgemachten Gerichte teilen. Gerne mit dem Hashtag Atlasküche und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst euch die Suppe schmecken, ihr Lieben, und bis bald. Tschüss!